Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Formel 1 2017 beim großen Preis von Japan, wo jeder von uns ein paar Probleme hat. Ja, ein paar Probleme. Also ich habe immer Probleme irgendwie so, ne? Aber diesmal, ich habe wieder einen Zirkomotor drinnen. Hey, Zirkomotor. Oh Scheiße, das ist ein Zeichen, dass du ausscheidest, Tommy. Hör auf, Mann. Ja, ja, ist immer so. Und wir sind nochmal ordentlich aus dem Qualifying durchgereicht worden. Ja. Also Tommy, ich starte von der 15. Tommy hatte echt recht, dass ich auf P10 bin. Ach du Scheiße. 10. 10? Ja, echt. 11 ist Ericsson. Okay. Und aus die ist hinter mir, wo ist es voll hin? Ich weiß es nicht. Der Streu, glaube ich, hat einen 5-Platz-Grid-Strafe gekriegt, weil der mir hinten draufballert ist. Ach so, okay. Lauch. Ja, was hier? Schaffen wir wieder die Männer, oder? Ja. Also fall ich doch wieder aus. Und ich schaue, also ich habe jetzt mal die Codierung bei OBS umgestellt. Hm? Und ich kriege nicht mehr als 20 Frames, 25 Frames. Der hat Code gesagt. Ich hoffe nur, dass ich das dann später rausrendern kann. Sag mal, Osti. Osti. Du schickst mir immer so die Links mit den Pornos, die du immer gerne anguckst, ja? Ja. Wenn du die vor deinem Computer anguckst, hebst du da eigentlich deine Webcam ab oder nicht? Nee, also ich passe da extra drauf auf dass das Lämpchen an ist. Achso. Das bedeutet ja, nämlich, dass die aus sind. Also machst du immer noch Chatroulette dazu oder was? Na klar. Löffel Action. Du bist der Löffler. Naja, der ein oder andere versteht halt unter löffelischen Stellung was ganz anderes. Oh, Jungs, ich wünsche euch viel Spaß. Mhm. An was für Platzierungen seid ihr nicht zwei überhaupt? 15 und 16. 15 und 16, ihr seid also nicht allzu weit weg von mir. Ich weiß, wer gleich in meiner Seite drin ist. Ja, alter Massa. So, haut rein, ich wünsche euch alles Gute. Fürs nächste Rennen. Da kommt immer Scheiße weg, der Domi, ne? Keine Ahnung warum. Alter, wir fahren hinten rein! Oh, Alter, der Stroll! Alter, Domi! Alter, was ist. Oh, Alter! Alter, ich hab dir voll genatzt. Und dann steht dort, ich hätte die Kollision mit Van Dorn verursacht. Ja, genau! Ausgezeichneter Start wurde mir gerade gesagt. Was? Das ist toll, dann lässt mich jetzt an! Was ist das, Werlein? Wer ist das? Warum kann ich denn durch alle durchfahren? Keine Ahnung, du bist gerade jetzt vor mir. Also irgendwas stimmt mit meinen Reifen nicht, weil die verlieren ganz schön am Prozent. Okay. Osti, komm, das schaffen wir. Ist jetzt Elfter. Osti, das ist unser Sieg, okay? Das wird unser Sieg. Aus dem Kopf raus. Warte, ich muss den rausschmeißen, warte. Okay, hast du mit dem gemacht, hast du gemacht, wunderbar. Ich musste Position zurückgeben. Musst du warum? Danke. So ein blödes. Ja, 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 tschüss, Tommy. Ja, hi, Tommy. Frontflügel ab. Okay. Alter. Scheiße, ich hab gesagt, ich hasse Japan. Aus die gewinn das Rennen. Ich hab Gott sei Dank mehr Sprit mitgenommen. Jetzt müssen wir gnadenlos ohne Gnade fahren. Ja. Wir haben jetzt die Herbstmischung drauf und dann. Ja, da kannst du nicht durchfahren mit Rot. Nee, das kannst du vergessen. Ich mach mal die Harvest-Test drauf und dann gebe ich ihm. Ja, Marcel, da kannst du wieder. Grüße gehen raus an Marcel.
immer schöne Volllatschen hinter mir auf Arbeit. Mach doch so. Er fesselt mir an den Po. Shit! Shit! Osti, hallo, was auch durchreißt du das? Oh, hallo Osti. Oh, Osti, doch vor mir. Ey. Was hast du? Osti, was hast du? Was hast du? Fuck! Wie, was hab ich? Na, was hast du denn? Es geht dich nichts an, Junge! Oh, Alter, war nicht deine Mutti, Alter, ey. Wie, was hab ich? Ich bin 19er. Mich hat's gedreht auf der. Und ja. Ema Kiesbett. Frontflügel? Nee, nee, Auto ist ganz. Och, okay. Streckenbegrenzung überschritten. Alter, ich. Muss nachher duschen gehen. Hast du jetzt vor Angst in die Hose geschissen oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zeitstrafe 3 Sekunden. Du hast für den Vorfall. Echt jetzt? Ja. Da irgendwer ist in der Box, der wir allein. Ja, Pascal! Grüß dich, Pascal! Ach, der ist, war ich eh nicht. Ich geh noch vor mir. Ich sehe die ersten Fahrer schon wieder. Ich muss sagen, ja, egal wie du KI einstellst, gern, der Stroll ist ein Wichser. Ja. Aber richtig. Grüße gehen raus an Stroll. Ja. Ich einfach im warmen Leben sehe, du. Ich dreh dich in deinen Williams-Cockpit drin und dann kann dein Vater so viel Kohle ausgeben, dass du vernünftig fahren kannst. Da ist er pleite. Der Vater, den kann er ja fahren. Der bezahlt doch einen Williams, dass er da fahren kann. Naja, aber da ist er dann pleite, wenn er den so viel geben muss, dass er ordentlich fahren kann. Strafe, ich kämpfe nicht mit ihm. Da ist Kanadier, ey, let's troll. Wackelkopf. Ach, du bist doch Scheißerle! Oh, Lieblingsstrecke Japan, ey, unglaublich. Gib dir gleich was auf Benzinmischung, Junge. Als ob die Benzinmischung ja was verändert, Junge. Kann so oder so gut einspritzen. Vorsport, wenn man keine Schokolade im Haus hat, um die Nerven zu beruhigen. Ja, aber noch ein gutes Rennen und noch 5 Scheißrennen, ist das unglaublich. Mhm. Mit Osti so schön nach vorne gekommen, naja, Osti, haben wir so schön gemacht. Tja, aber naja. Alles für die Katz, alles für die aber Katz. Dann müsstest du ja anfangen und scheiße zu mir sein. Warum? Ich hab ja auch nicht gemacht. Du bist vorbeigefahren, Junge. Soll ich dir doch machen, warum meine Karre so langsam ist? Soll denn das heißen? Ich komm nicht mal ran. Du kommst weiter an mich heran und ich verliere Zeit auf die KI. Ich würde mir Gedanken machen. Nicht, dass bei dir Grüße an Zergo rausgehen. Nee, der Motor startet nicht. Ob der jemals schon mal so ein Video gesehen hat? Ich glaube nicht. Zirko? Ja. Keine Ahnung. Ich
muss im Übrigen nachher noch AC aufnehmen, das habe ich vorher nicht mehr geschafft. Rendern und ausschmeißen auch noch, alter Schwede. Bin ich wieder einen vollen Terminplan, mein lieber Gesangsverein, LS ist noch das nicht gerendert. ESO muss ich noch hochladen für morgen. Dann machst du immer alles am letzten Drücke. Ja. Weil ich es nicht eher schaff. Aber scheiße, ich muss auch noch unsere Forest-Folgen für morgen noch fertig machen. Nur die ist schon hochgeladen. Ich habe gestern noch drei, vier vom gestrigen Tag gemacht. Ich komme nicht dran an die vier Pende da vor mir. Ich an die fünf nicht. Ja, es ist ja einsames Rennen hier hinten, also. Ja, wenn du eh mal hinten bist, dann ist es aus, ne? Gucken, wenn die gleich alle Boxen fahren. War die schon eine Box oder nicht? Nee, die fahren alle mit Soft, Alter. Ja, bist du bald trotzdem drin, oder? Schon Runde 5? Ich bin ja nur 6. Plan in Runde 8 und geht diese Runde lang. Okay. Scheißele, was war denn das jetzt? Ja, was denn? Fahr die Gehhilfe aus dem Weg, Junge. Irgendwas haut mit deiner Karre nicht hin, kann das sein? Nee. Nee! Also die ersten 2-3 Runden war es gut. Und dann auf einen Schlag. Mach so, sagt der Motor alles an bei dir. Ja, alles grün. Bisschen Moos drauf, müssen wir abstauben. Ich bin raus. Och, du Scheiße, warum das? Ja, weil ich durchs Menü drückt hab und da. Ja, nur Runde für mich. Passiert. Ist doch passiert besten Mal, ne? Scheiß Japan. Da hinten liegt doch. Da steh ich. Ja. Mr. Knister. Ich habe aber echt keine Ahnung, was mit meiner Karre los war. Also. Oder so ein Pfennig-Artikel, der da kaputt ist, weißt du? Die Kerze defekt oder der Kacke. Eieiei. Naja, kann der Scheiße wieder ein paar Witze vorlesen. 7 Sekunden hast. Fuck! Na, schauen wir mal zum Tommy, was ist da los? Ja. Oh, Kiesbett. Waren wir gerade alle im Kiesbett. Oh, Van Dorning ist ausgeschieden. Oh, mich dreht's. Ich bin gerade durch die Map gefallen, Alter. Okay. Ja, dann will ich mir wenigstens die schnellste Rennrunde holen. Tommy, sehe ich das gerade richtig, dass du überrundet wirst? Alter, was? Bin ich vergessen. Wer sind auf die grandiose Idee gekommen, die KI hochzustellen, ne? Ihr Lutscher. Wir alle. Was? So ein Scheiß hätte ich mir niemals einfallen lassen. Ich mach gleich einen Längser, wenn das so weitergeht. Du warst absichtlich in die Wand fahren? Nö. Rausgehen, wir hören uns dann später, wenn er fertig seid. ESO-Suchten. Beinahe auch noch. Das wollte ich auch noch machen, aber ich komme ja wieder nicht dazu. Ja, wollen wir jetzt da noch eins aufnehmen? Ja, nicht? Ja, doch. Oh, mich, dann haben wir. Ich krieg's blanke Kotzen. Ich hab noch einmal 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt. Ja, Finch, fahr doch mal! Was? War ein netter Drift, den du da hingelegt ja, hast. Ja, leck mich. Der Wehrleine ist hinter mir. Wenn du jetzt fett in die Eisen gießt, fährt er die drauf.
aber er ist nicht besucht. Die haben doch gesucht. Nachbar schon wieder. Ich bin gleich wieder da. Die, ah, die haben doch Asphalt. Ich muss mal aufs Maul hauen gehen. Jo, schön Gruß, geht raus. Ah, ich hab so eine 3-Sekunden-Strafe gekriegt. Geil. Oder? Läuft. Ich glaube, ich hatte vorhin schon immer eine 3-Sekunden-Strafe. Das heißt, ich hab 6 Sekunden. Ach. Ich weiß es nicht mehr. Ja, Japan. Ein Rennen für die Ewigkeit. Ja, Teamkollege ist noch Boxengeister. Ja, soll ich jetzt mit rausfahren? Händchen halten oder was? Mal abwischen. Von vorne nach hinten. Ja. Alter. Eine komische Tussi am Boden grafiert das, ja. Stell dir mal vor, wir wischen die Sonne Frauen Arsch ab, oder? Ah. Da bleibt noch eine Hälfte drunter kleben. Ja. Ja, komm, noch mal weiter raus hier, genau, schön Schotter. Ich bin doch dafür noch eine Strafe, weil ich Schotter angefahren habe. Alter, hat zu spät gebremst. Och, fuck. Noch 500 soll denn die Scheiße, Alter. Fuck, ist auf die Karte gucken, bin voll von der Strecke runtergefahren. Was hat denn der für ein Problem? Längst du kurz ein bisschen ein, da haut er nicht sonst wohin. Ich hab echt zu tun, das Lenkrad die ganze Zeit richtig festzuhalten, weil auf der Strecke du das so dermaßen durchrattern. Oh, ich war die nächste Strecke, USA, die ist gut, das ist eine schöne, ruhige Strecke, da brauchst du nicht so. Das ist ja eine scheiß Kurven. Und die Hälfte der Strecke ist alle lange gerade. Ja. Schön, so muss das sein. Oder? Na freilich, der Vettel. 1,35. Ich müsste langsam mal in die Box, sonst war's das für mich. Warum soll ich reinwechseln was? Nö, ich war noch nicht draußen. Oder? Ja, war da drin? Na, mach ich auch. Traust du eh nicht. Lappen. So, wegen dir bin ich vorbeigefahren. Echt jetzt? Nein. Bei mir, wie läuft's? Auch wenn, dann könnte ich noch rieren, nach vorne. Die roten Reifen sind besser, warum sagt mir das keiner? Ich soll jetzt fetter fahren. Können die mal ihre scheiß Einblendung da weglassen? Das leck mich derbe ab, siehst du, Alter, fick dich doch! Ja, klar! Ausflug? Oh oh. Was hast du denn gemacht? Ich hab gerade jetzt immer so, du stellst Rennen runter, hab ich immer hochgeguckt, weißt du? Hab ich von der Strecke gehauen. Naja, war eh nicht so, dass er aus dem Rennen, ja. So. Naja, vielleicht passiert da vorne jetzt noch eine Massenkarambolage, dass ich noch einen Punkt kriege. Der hinter Ricardo wird das nicht nach Hause fahren. Dahinter ist 4 Sekunden, fast 5 Sekunden ist dahinter Nico Hülkenberg. Krass. Aber dahinter sieht es eng aus, das ist immer alles so im DS-Bereich drin. Ja.
das auch mal schön weit raus, ja? Ich kann das Auto gar nicht anders fahren. Das macht's. Das trägt es immer so weit raus. Ja. Das ist mir scheiße aber genauso gegangen vorhin hier. Da hat es den A rausgedrückt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,7 Sekunden. Das erste Mal die Kurve richtig gefahren. Hey, Jam. Ja, kannst du mir mal auf die Schulter klopfen, du. Nee, dafür hast du, machst du einen Unfall. Siehst du, die sind vorne so nah aneinander, was ist jetzt los? Wir hatten da. Es ist jetzt Walter Butters zweite und dahinter Sebastian Vettel und Hülkenberg ist Nummer 4, ja. Guck mal davor ist echt spannend. Spannender als bei dir hinten. Allein. Wie sieht's aus vorne? Ja, jetzt kommt gleich noch Paris noch an Hülkenberg vorbei. Dann das noch Raikön. Und vielleicht hauen die noch raus? Nee, doch nicht. Wäre es an Hülkenberg vorbei? Jetzt heute rum wegen Sprit, ne? Ach. Na fahr, Junge! Oh. Ach Mann! Ach, sie müssen wir noch. Ach, alles zum Kotzen hier. Du kannst alles noch wegtreten, Junge. So eine Kacksaison, Junge. So gut angefangen. Vor ein paar Wochen war ich noch glücklich. Da kam der Stroll. Stroll kam in mein Leben. Du kannst dich ja dann bei der Classic Card ihn wegmachen. Ja, da gibt's keinen Stroll. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt. Ja. Und ich weiß jetzt, warum es bei mir die Frames reinhaut. Okay. Und im letzten F1 Update sind nämlich ein paar Fehler gekommen. Mhm. Ich muss einen V-Sync, also dass er auf 60 limitiert. Den muss ich ausschalten, dann geht's wieder. Okay. Also müssen wir dann schnell die Lobby zumachen, dass ich das ändern kann und dann mache ich wieder eine auf. Alles klärchen. Das ist ganz super, Darling. Aha. Hi, die da. Ich komme hier mal ein bisschen durch raus. Tja. Tja. Hab jetzt sehr gemütliches Kabel wieder durchbissen. Nee, das Ding ist halt, warte, eine Runde lang die ganze Zeit so schnellste Rennrunde. Scheiße! Ich hab da erst drauf geguckt, in dem Moment, wo ich mich aufrege, was die Scheiße soll, haut's mich raus. Ja, ist es mies. Ja, war halt nicht konzentriert genug. Aber Osti hat als Einzel von uns das Rennen geschafft, ne? Ja. Ganz toll. Wenigstens weil, einer. Ja. Aber warte mal, warst du jetzt an der Box gewesen oder nicht? Ja, freilich. Gut. Ja, der rote Reifen dann gehabt.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hiernach kommt USA auch. Ich glaube schon. Ja, und dann sehen wir uns bei der Amis wieder. Bis nächstes Wochenende. Ja, und denkt an America First. Und Däumchen da lassen, gell? Haut rein, bis dann. Tschüss.